We're about to crash that house party and act like we know everybody. Seems like nobody knows us. Forget the deal, let's make it dangerous. Like whoa, 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 yeah, yeah. Hey meine Lieben, ich habe heute die besten 6 Hair-Hacks für euch, um eure Haare schneller wachsen zu lassen. Der ein oder andere hat es bestimmt mitbekommen. Ich habe mich vor 8 Wochen dazu entschieden, dass meine Haare wieder so lang werden sollen wie auf diesem Foto vor 2 Jahren. Und ich bin noch nicht ganz am Ziel, aber ich habe mit einigen Tipps und Produkten meine Haare jetzt schon wirklich recht schnell, recht lang bekommen. Also ich bin wirklich mega begeistert und weil ich euch diese kleinen Geheimnisse verraten wollte, gibt es das heutige Video. Wenn euch das Ganze gefällt, freue ich mich natürlich auch sehr über einen Daumen nach oben. Aber jetzt legen wir erstmal los. Okay, dann beginnen wir mal mit den Haarprodukten, mit denen man von außen sein Haarwachstum anregen kann. Zunächst einmal zum Shampoo. Hier eignen sich Koffein-Shampoos sehr, sehr gut, da diese die Durchblutung der Kopfhaut und so auch schließlich das Haarwachstum anregen. Ihr müsst jedoch wirklich das Shampoo sehr, sehr schön in eurem Ansatz einmassieren und dann werden eure Haare wirklich sichtbar gestärkt. Aber auch entsprechende Haarkuren tragen zur Stimulierung der Haarwurzeln bei und beeinflussen so das Haarwachstum positiv. Ich habe jetzt zum Beispiel hier eine von der Marke Lee Steffert, die verlinke ich euch auch mal sehr gerne in der Infobox. Die ist nämlich wirklich extra dafür da, dass das Haarwachstum angeregt wird. Und noch dazu riecht sie sehr, sehr gut. Aber auch nicht vergessen solltet ihr eine spezielle Feuchtigkeitshaarkur. Und da kann ich euch von Alterra die Haarkur in Granatapfel für trockenes und strapaziertes Haar sehr, sehr empfehlen. Da Massagen sehr, sehr gut dafür geeignet sind, dass die Durchblutung der Kopfhaut angeregt wird und die Kopfhaut und die Haare mit Feuchtigkeit versorgt wird, was wiederum dann in schnellerem Haarwachstum mündet, sind diese auch super gut geeignet. Ihr könnt diese auf 2 Arten durchführen. Zum einen gibt es die Kopfhautmassage mit Öl. Ich habe im Internet ganz, ganz oft etwas von Mandelöl gelesen und deswegen habe ich das jetzt auch ausprobiert. Zum einen enthält das Öl sehr viel Zink, was gut ist für das Haarwachstum und zum anderen wird auch der Spliss eingedämmt, weil das Mandelöl sich wie so ein Schutzfilm um eure Haarlängen legt. Ihr gebt dafür einfach etwas Öl in eure Handflächen und erwärmt das dann. Dann gebt ihr dies auf die Kopfhaut und massiert es gut ein. So wird die Durchblutung eurer Kopfhaut angeregt und im Anschluss daran stellt ihr euch 4 Minuten kopfüber hin, sodass euer Kopf am besten unterhalb eures Herzens ist. Ihr könnt euch aber dabei auch hinsetzen, wenn ihr nicht so lange den Kopf hängen lassen wollt. Nach der Zeit richtet ihr euch dann wieder auf und wickelt ein Handtuch um euren Kopf. Durch die entstehende Wärme können die Wirkstoffe viel, viel besser in eure Kopfhaut einziehen und nach frühestens 2 Stunden solltet ihr das Öl dann wieder auswaschen. Diese ganze Methode nennt sich auch Inversion Method, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört und man führt das in der Regel an 7 aufeinanderfolgenden Tagen durch und nur einmal im Monat, denn ansonsten gewöhnt sich die Kopfhaut zu sehr daran und die Methode verliert ihre Wirkung. Ich habe diese Methode jetzt schon 2-mal gemacht. Eine zweite Möglichkeit ist die Massage mit einer Bürste. Allerdings sollte die Bürste aus Naturhaar sein. Ich kann euch meine Bürste auch mal sehr gerne in der Infobox verlinken. Beim Bürsten gilt eigentlich genau dasselbe Prinzip. Hauptsache, ihr massiert wirklich eure Kopfhaut schön, sodass die Durchblutung angeregt wird. Und ja, das hilft auch wieder sehr, sehr gut und ist dazu noch super, super angenehm. Und noch dazu finde ich, dass man durch diese Bürste einen mega schönen Glanz in den Haaren bekommt. Neben diesen äußeren Faktoren gibt es aber auch Nahrungsergänzungsmittel, die man zu sich nehmen kann und die dann dem Körper sozusagen von innen die notwendigen Vitamine und Nährstoffe zuführen. Natürlich müsst ihr dabei bedenken, dass man nicht nach einem Tag schon ein Wunder erwarten kann, sondern dass man die Nahrungsergänzungsmittel schon so 3 bis 4 Wochen nehmen muss, bevor man einen Effekt sieht. Kieselerde eignet sich zum einen besonders, weil es trockene und glanzlose Haare wieder mit Feuchtigkeit versorgen kann. Und unter anderem kann Kieselerde den Zellstoffwechsel tatsächlich ankurbeln, weil es die Tätigkeit der Haarwurzeln und die damit für das Haarwachstum benötigte Nährstoffversorgung unterstützt. Und das zweite wichtige Nahrungsergänzungsmittel ist Folsäure oder auch als Vitamin B9 oder B11 bekannt. Die Produkte kann ich euch mal genauso wie alle anderen Produkte aus dem Video in der Infobox verlinken. Und dann der Punkt Haare schneiden. Das ist ein Thema, da scheiden sich ja sozusagen die Geister. Die einen sagen, man muss die Haare alle 8 Wochen schneiden, egal was ist, um einfach den Spliss wegzubekommen. Die anderen sagen, ja, aber dann verliert man ja wieder was an den Spitzen, an Zentimetern und dann kriegt man ja nie lange Haare. Also letztendlich ist das eure Entscheidung. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es reicht, die alle 4 Monate schneiden zu lassen. Und was ich euch dann auch sehr empfehlen kann, ist beim Friseur einfach mal nach dem sogenannten Splissschnitt zu fragen. Das ist ein
Haarschnitt, bei dem keine Länge verloren geht, sondern bei den Haaren wirklich nur der Spliss weggeschnitten wird. Ihr könnt so einen Splissschnitt aber auch selbst machen. Und zwar teilt ihr euch dazu eigentlich den ganzen Kopf in kleine Partien ab. Eine spezielle Friseurschere solltet ihr außerdem haben. Meine ist in der Infobox verlinkt. Dann nehmt ihr euch eine Strähne und legt die so zwischen Zeige- und Ringfinger. Und dann fahrt ihr mit den Fingern einfach so die Strähne entlang und guckt, wo überall diese kleinen Härchen abstehen. Und da schneidet ihr dann einfach den Spliss weg. Einer meiner effektivsten Hacks ist, eine Hitzepause einzulegen. Das habe ich jetzt auch schon gemacht die letzten Monate. Und natürlich solltet ihr auch alle Faktoren vermeiden, die euer Haarwachstum extrem bremsen können. Wie zum Beispiel silikonhaltige Shampoos. Ob Silikone enthalten sind, das steht meistens vorne schon drauf. Das steht dann in der Regel schon ohne Silikone drauf. Oder ihr guckt einfach hinten drauf und ich habe euch hier mal aufgeschrieben, welche Inhaltsstoffe Silikone kennzeichnen. Oder auch Sonneneinstrahlung, Salz- und Chlorwasser oder auch solche Haargummis mit solchen kleinen Metallplättchen sind auch sehr schädlich. Viel besser sind hingegen diese Invisible Bobble Haargummis. Der Link ist auch in der Infobox, weil die einfach wirklich das Haar nicht abbrechen und sich wirklich geschmeidig um die Haare legen. Und sie sind noch dazu sehr schöne Armbänder, wie ich finde. Und auch Haarfarben oder Haartönungen solltet ihr natürlich wegen der chemischen Inhaltsstoffe vermeiden. Jetzt muss auf jeden Fall jeder von euch mir in die Kommentare schreiben, wie lang seine Haare sind und ob ihr einen Hack ausprobieren werdet und wenn ja, welchen. Außerdem freue ich mich natürlich auch sehr, wenn ihr noch weitere Tipps in die Kommentare schreibt, dann können wir uns da alle so ein bisschen austauschen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst doch einen Daumen nach oben, dann sehe ich das nämlich und dann freue ich mich, dann verschönert ihr einfach meinen Tag. Wenn ihr noch Zeit und Lust habt, könnt ihr nochmal gerne hier vorbeischauen. Hier verlinke ich euch meine School Hacks und Cheating Tricks, das war nämlich mein letztes Video. Und hier unten könnt ihr noch zu meinen Room Decor Ideen für unter 1 Euro. Alle Links zu den Videos findet ihr auch nochmal unten in der Infobox. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und freue mich schon auf Sonntag. Macht's gut! Tschüss!